MJ Update ist zurück, Folge 29. Und zwar heute geht es um Janet Jackson. Janet Jackson live in Europa, Together Again 2024 Tour. Ich habe 3 Konzerte besucht. Antwerpen, Köln und Amsterdam. Es war mega. Ich bin hin und weg. Janet Jackson live, ein Riesenereignis. Also wer es verpasst hat, selber schuld. Also wenn sie nochmal kommt, ich kann es euch auch nur hier wieder ans Herz legen, besucht sie. Krasse Show, 2 Stunden Programm, 2 Stunden nonstop auf der Bühne. Ja, und wie die Konzerte genau waren, das erzähle ich euch heute in Folge 29 von MJ Update. Viel Spaß! Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin jetzt hier in der Vorhalle von Sport Palais in Belgien und ich werde gleich mein allererstes Janet Jackson Konzert erleben und ich bin ein bisschen aufgeregt. Janet, wo ist sie? Da ist sie. Auf dem Shirt habe ich sie schon und ich suche jetzt hier mal meinen Platz. Und ich habe auch schon deutsche Michael-Fans hier getroffen, die mich erkannt haben. Und hier schöne Grüße. Ich glaube, Jan Hendrik heißt du, ne? Ja. Schöne Grüße hier schon mal. Und ja, wie das Konzert ist, wie es war, das erfahrt ihr natürlich alles hier in der neuesten MJ-Update-Folge. Viel Spaß! Ja, aktuell ist die Jackson-Familie in Europa unterwegs. Und ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich mich hier in der letzten Folge eben um die Jacksons gekümmert habe und in der heutigen Folge um Janet Jackson. Ich versuche natürlich auch Michael mit einzuarbeiten. Und zwar, wo sind die Berührungspunkte zwischen Janet und Michael gewesen in der Geschichte? Ihr seht hier schon, die Scream Maxi-Single steht hier. Darauf werde ich bestimmt später auch noch eingehen. Aber im Großen und Ganzen gehe ich mir heute das Janet-Konzert mit euch durch. Und später werden wir dann auch nochmal auf die gemeinsamen Projekte zwischen den beiden zu sprechen kommen. Und gerade ist einfach viel los, ne? Also innerhalb eines Monats ist ja quasi die gesamte Jackson-Familie einmal in Deutschland gewesen. Tito, Jermaine, Jackie und Terrell Jackson waren in München im Zirkus Krone, haben ein Konzert gegeben. In der letzten Folge habe ich darüber ja schon berichtet. Tito ist kurz danach ja leider sehr plötzlich und tragisch gestorben. Nochmal mein herzliches Beileid an die Familie. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie das Konzert war, schaltet nochmal die MJ Update Folge 28 ein. Und auf meinem Kanal habe ich hier auch das gesamte Konzert, was ihr euch anschauen könnt. Jedenfalls viele Teile, die ich aufgenommen habe. Ja, und kurz danach, ja, vor 2 Wochen ungefähr, Mitte September, kurz nach dem Tod, da hat es dann auch noch mal irgendwie 2 Wochen gebraucht, war LaToya Jackson in München. Die hat das Oktoberfest auf Einladung von irgendeinem PR-Mann, keine Ahnung, wer es war, besucht. Das heißt, LaToya war dann auch noch mal in München, hat das Oktoberfest besucht. Da war ich aber nicht. Das kam auch sehr plötzlich und ja, da bin ich jetzt nicht extra für hingefahren. Und jetzt geplant war ja die Janet Jackson Europa-Tournee. Einige hatten schon befürchtet, oh, nach Titos Tod wird Janet die Tour machen. Und sie hat sie gemacht. 10 Europa-Konzerte standen auf dem Plan. United Kingdom, Frankreich, Belgien, Niederlande und Deutschland. 5 Länder, 10 Konzerte. Ein Konzert wurde hinzugefügt, weil die Nachfrage so groß war. Ein Konzert wurde abgesagt aus zeitlichen Gründen und die Zusage war in London, die O2 Arena, wo auch Michael hätte spielen sollen. Dort wurde ein Zusatzkonzert hinzugefügt, weil das erste so schnell ausverkauft war. Und das Konzert in Glasgow in Schottland, das wurde aus zeitlichen Gründen abgesagt. Und ja, wie die Konzerte genau waren, das erzähle ich später nochmal, bevor wir auf die Konzerte eingehen, möchte ich euch aber auch noch mal was über Janet erzählen. Ich habe nämlich gemerkt, also auf den Konzerten oder auch im Vorfeld, wenn ich Menschen erzählt habe, ich gehe auf ein Janet Jackson Konzert, waren das doch sehr gemischte Rückmeldungen. Ach, die gibt's noch. Was hat die noch mal gesungen?
ja, ich weiß gar nicht mehr so genau, wer das ist. Und am krassesten war eine Meldung, die ich nicht persönlich bekommen habe, die ich aber mitbekommen habe. Das war nach dem Konzert in Amsterdam. Da war wohl jemand auf dem Konzert oder die hatte sich irgendwie in der Bahn. Das war auch nach dem Konzert, war ich auf jeden Fall auf dem Weg zurück in mein Apartment. Und in der Bahn haben sich zwei über das Konzert von Janet Jackson unterhalten, die, glaube ich, nicht da waren. Die eine meinte zu ihrer Freundin, die mögen so in den 20ern gewesen sein, in der Arena war heute Janet Jackson. Und die andere hat darauf reagiert, wer? Ja, die Schwester von Michael Jackson. Und sie so, der Name sagt mir nichts. Und das fand ich erschreckend, dass es tatsächlich Menschen gibt, die so unwissend sind, dass es Janet Jackson dass sie die überhaupt nicht auf dem Schirm haben und auch gar nicht wissen, wer das ist. Also für mich unvorstellbar. Wie ihr seht, ich bin auch ein riesen Janet Jackson Fan und sammle auch alle Alben, fast alle Singles sind in meiner Sammlung. Und ja, für mich unvorstellbar, so eine Reaktion mitzubekommen. Ja, deshalb halte ich es nochmal für interessant, einmal so einen Blick zu geben, wer ist Janet Jackson? Da wird aber vielleicht auch klar, warum sie in Europa auch unbekannt sein könnte, was in den USA sicherlich anders ausschaut. Man muss wissen, sie hat mit ihrer Together Again 2024 Tour, die ja letztes Jahr angefangen hat, 2023, hat sie 95 Konzerte ungefähr gespielt. Die meisten in den USA, es sind glaube ich über 80 Konzerte in den USA. Und da muss man einfach sagen, in den USA spielt sie die großen Hallen und die sind alle ausverkauft. Die Together Again Tour 23/24 ist ihre erfolgreichste Tournee aller Zeiten. Erfolgreicher als die Rhythm Nation, die Janet, die Velvet Rope Tour. Es ist ihre erfolgreichste Tour. Der größte Erfolg sicherlich in den USA. Im Rest der Welt hat sie deutlich weniger Konzerte gegeben. Die aktuelle Tour hat sie auch nach Japan geführt, auf den Philippinen, Bahamas und eben die benannten Europakonzerte. Es wäre aber auch noch eins in Südafrika geplant gewesen. Das wurde aber leider wegen Titus plötzlichem Tod abgesagt. Ja, wer ist Janet? Janet ist am 16. Mai 1966 zur Welt gekommen, ist damit 8 Jahre jünger als Michael. Und sie ist nach Randy, das jüngste Kind der Jackson-Familie. Und ja, 1966 geboren und sie hat natürlich alles mitbekommen um ihre Brüder. Sie kennt quasi ihre Brüder nur als Stars, weil als sie wahrscheinlich realisiert hat, wer ihre Brüder sind, als sie 69 das erste Mal mit Diana Ross Presents the Jackson 5 auch im Fernsehen zu sehen war, hat sie wahrscheinlich im bewussten Leben ihre Brüder immer als Fernsehstars realisiert. Ab 70, 71 dann die Zeichentrickserie, die herauskam, dann die restlichen Alben, das heißt, diesen ganzen Hype hat sie als Kleinkind mitbekommen. Janet selbst war ab 1976 in der Jacksons Varieté-Show mit dabei. Das war ihr erster Einstieg ins Showbiz. 12 Folgen lang in Las Vegas, eine sehr erfolgreiche Fernsehshow für CBS. Es wäre eine zweite Staffel dafür entstanden, hätte Michael auch dafür mit unterschrieben. Michael wollte aber nicht. Er hat sich dagegen gewehrt, gegen diese Jacksons Varieté-Show. Und da waren Michael und Janet das erste Mal auch zusammen in einem Projekt. In dieser Familienshow waren ja quasi die gesamten Jackson-Kids mit drin. Und dort haben sie Sketche gemacht, sie haben gesungen. Eben was so in Varieté-Shows dieser Zeit eben aufgeführt wurde. Danach hat aber Janet schon sehr schnell ihren eigenen Weg eingeschlagen, nämlich als Schauspielerin. Und jetzt muss man einfach mal schauen, sie hat danach in über 250 Serienfolgen verschiedenster Serien mitgemacht. In den USA auch sehr erfolgreiche Serien, die Einschaltquoten von über 20 Millionen hatte. Wie auch die Varieté-Show, die auch in diesen Dimensionen war. Das heißt, das sind Shows, die so erfolgreich waren wie später die Cosby-Show oder Friends. Also sehr erfolgreiche Sitcoms hat Janet mitgemacht. Das fing an 1977 in Good Times. Da hat sie in den letzten beiden Staffeln rund 50 Folgen mitgemacht. Die Serie, korrigiert mich, lief aber nie in Deutschland. Danach lief die Serie ab 1979
New Kind of a Family, eine sehr kurzlebige Sitcom von nur 10 Folgen. Danach ging es weiter mit Different Strokes, eine Familien-Sitcom, wozu es auch einen deutschen Titel gibt. Und zwar der klangvolle Name Noch Fragen Arnold. Das war der Name der deutschen Serie. Ich persönlich habe aber nie mitbekommen, dass sie auch wirklich in Deutschland lief. Also jedenfalls zu meiner Zeit in den 80ern habe ich das nirgendwo gesehen. ProSieben, das war ja früher, oder auch RTL, das waren so Sender, wo immer Sitcoms liefen in den 80ern und 90ern. Aber Noch Fragen Arnold habe ich noch nie was von gehört. Also ich habe die Serie auch nie gesehen. Die lief bis 84, 6 Staffeln und hatte in der Spitze über 20 Millionen Einschaltquoten in den USA. Also Different Strokes war eine sehr erfolgreiche Serie dort. Ja, ab Mitte der 80er, 84, Janet schon ein Teenager. Da war sie 14, als sie mit Different Strokes anfing. Mit Ende war sie 18 der Serie, 1984. Und dort spielte sie in der 4. Staffel der Serie Fame eine Hauptrolle. Fame, das ist dieser Musikfilm, wo es eine Serienadaption von gab. Fame, I wanna live forever. Dieses Lied, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig gesungen habe, aber das ist das Lied, wo eben Janet in der 4. Staffel eine Hauptrolle spielte. Das ist keine Sitcom gewesen, das ist eher Drama- und Musical-Serie. Und da hat sie eine Staffel lang mitgemacht, um danach oder auch zeitgleich ihre Musikkarriere anzukurbeln. Ihr Vater hat damals die Verträge gemacht mit A&M Records. Dort sind die Alben Janet Jackson entstanden und 84 das Album Dream Street. Beide waren nicht sonderlich erfolgreich, aber das erste Album hatte eine beachtliche Chartplatzierung. Es schaffte Platz 63 in den Billboard Album Charts und Platz 6 auf den R&B Charts. Das Dream Street Album 84, das ist ferner liefen, Platz 147 in den Billboard Charts und nur Platz 19 in den R&B Charts. Und Janet hat auch später über das Dream Street Album gesagt, sie fühlte sich da überhaupt nicht wohl. Das Fotoshooting nicht und so weiter. Ich glaube, sie war auch mit der Musik nicht zufrieden. Da gibt es ja diese vierteilige Serie aus den 2020er Jahren, also die jetzt gerade relativ neu ist. Da hat sie auch gesagt, dass sie damit nicht zufrieden war. 1986, denn der Paukenschlag, Control, Janet holt sich die Kontrolle zurück mit ihrem Control-Album mit 5 Top 5 Singles. Nasty, What Have You Done For Me Lately, also ein geniales Album, also das wäre eigentlich ein super Debütalbum gewesen, wenn nicht die zwei Vorgänger schon gewesen wären. Control ist auf jeden Fall ihr Durchbruch. Es hat über 10 Millionen Alben verkauft, Musikvideos, also mega erfolgreich. Und damit holte sich Janet die Kontrolle zurück. Und auch die Liedzeilen, wenn man sie sich hört, da singt sie auch am Anfang, When I was 17, my father told me, als sie 16 war, erzählte ihr Vater, was sie zu tun hatte. Und viele haben das so ein bisschen schon als Interpretation gesehen, dass sie eben mit ihrem Vater abrechnet, weil das Album nicht mehr mit ihrem Vater entstanden ist. Das Album hat sie eben selbstständig auf die Beine gestellt und auch diesmal mit angesagten Produzenten, mit Terry Lewis und Jimmy Jam, die eher im Umfeld von Prince unterwegs waren, dem Sänger. Und damit startete für Janet auf jeden Fall die Erfolgswelle. 89 dann der nächste Cup, Rhythm Nation, hier das T-Shirt von der Tour. Rhythm Nation oder Janet Jacksons Rhythm Nation 1814 Album. Ich glaube, es ist mein Lieblingsalbum. Da sind Rhythm Nation drauf, State of the World, Black Cat, Miss You Much, und noch mehr. Wenn ich an das Album denke, muss ich nämlich an eine Show der 80er Jahre zurückdenken. 89 lief, gab es immer zu Silvester so eine Fernsehshow. Ronnys Silvester Pop Show oder so ähnlich hieß das, aus der Dortmunder Westfalenhalle. Und damals habe ich dort ein Konzert gesehen, das lief immer um Silvester herum. Und da war Tina Turner, da war Roxette, da waren die Fine Young Cannibals, da waren Silly, da waren
Milli Vanilli, habe ich das schon gesagt? Also es waren viele Stars da und auch Janet Jackson. Das heißt, 1989 habe ich das erste Mal in dieser Silvester Ronnie's Pop Show aus der Dortmunder Westfalenhalle Janet Jackson live gesehen und da hat sie Rhythm Nation und Miss You Much gesungen. Und diese Aufnahmen, die ich da damals gesehen habe, die haben mich so an Janet geprägt, dass ich mir gedacht habe, wow, das ist ja Hammer. Und da war ich ja schon Michael-Fan und da habe ich mir gedacht, das passt ja total zusammen, die Musik. Janet und Michael, und von da an war ich eben auch Janet-Fan. Michael immer mehr, aber Janet fand ich auch immer gut. Mit dem Rhythm Nation Album ist Janet auch das erste Mal auf Tournee gegangen, auf Welttournee. Und es wurde die erfolgreichste Debüt-Tour einer Künstlerin bis dahin. Das gab es noch nie, dass jemand mit ihrer ersten Tournee die größten Hallen dieser Welt füllte. 93, denn das ikonische Janet-Album. Hier ist es mit dem ikonischen Cover, mit den Händen, die die Brüste festhalten, Janets Brüste, das ist ihr Ehemann übrigens, aus dem Album die Lead-Single That's the Way Love Goes. Für viele ist es der Janet-Song schlechthin und That's the Way Love Goes gewann als bester R&B-Song auch den Grammy 1994 war das. Und Janet wurde letztendlich auch ihr erfolgreichstes Album mit über 20 Millionen Sales und dominierte in den Jahren auf jeden Fall auch die Charts. Zum Album gab es auch den Song Again. Again wurde nominiert für einen Oscar als bester Soundtrack zu einem Film. Und zwar spielte Janet zu der Zeit in dem Film Poetic Justice mit, zusammen mit Tupac Shakur, dem Rapper. Ein Drama, was in den USA spielt, um eine Liebesbeziehung zwischen den beiden. Ein toller Film. Verdient hätte es eigentlich, dass Again auch den Oscar gewonnen hätte, hat er leider nicht. Dafür aber Golden Globe hat es gewonnen als bester Soundtrack in einem Film. Danach wurde es ein bisschen ruhiger bis 95. Sie war in der Familienshow mit ihrem Bruder, die 94 ausgestrahlt wurde. Die Jacksons, jetzt komme ich auf den Namen nicht, ich blende das hier ein. Da waren ja auch alle Geschwister zusammen in dieser Jacksons Familienshow, um halt auch Michaels Ruf wiederherzustellen und ihn auch mit zu unterstützen, damals wegen den Anschuldigungen. Und 95 gab es dann den Paukenschlag, Michael und Janet Jackson zusammen auf Scream, die Hitsingle. Von 0 auf Platz 5 in den US Billboard Charts, das ikonische Schwarz-Weiß-Video im Weltall, das teuerste Musikvideo aller Zeiten. Im gleichen Jahr ihr erstes Design of a Decade Greatest Hits Album und 97 dann ihr Velvet Rope Album, wo eben das ikonische Together Again drauf ist. Die Hitsingle, die jetzt auch zu der gleichnamigen Tour eben der Titelgeber ist. Together Again wurde ihr vielleicht größter Hit mit über 6 Millionen Sales und damit unterstützte sie auch die AIDS-Kampagnen, die es damals gab. Es wird auch als Post-AIDS-Song tituliert und damit unterstützte sie natürlich auch die Gay-Community und hat diesen Song eben auch die Einnahmen dafür für wohltätige Zwecke gespendet. Zu Velvet Rope ging sie auch wieder auf Welttournee. Es gibt eine Videoaufnahme, Velvet Rope, live im Madison Square Garden, was eben auch eine sehr erfolgreiche Ausstrahlung wurde mit über 15 Millionen Einschaltquoten. Und sie wandte sich wieder dem Filmgeschäft zu. 2000 war sie mit Eddie Murphy in Der verrückte Professor Teil 2 zu sehen. Familie Klumps, irgendwie sowas, war doch ein Beititel davon. Und die Single Doesn't Really Matter wurde damit veröffentlicht, was auch gleichzeitig eine Vorläufer-Single für ihr 2001er Album All For You war. All For You gewann auch wieder ein Grammy als bester Dance-Song. Und All For You war dann wieder ein Nummer 1 Album, wie auch alle Vorgänger. Velvet Rope, Janet, Rhythm Nation und Control gingen alle auf Platz 1. Und ja, das war wieder ein sehr erfolgreiches Album, womit sie auch auf Tour ging, allerdings nur in Nordamerika und in Teilen von Asien. Wegen den 9/11-Terroranschlägen ist Janet leider nicht nach Europa gekommen, da wurden alle Konzerte abgesagt. Der 11. September war 2001 und die Konzerte waren im Oktober, also einen Monat später, und sie hatte alle Europa-Tournee abgesagt.
Konzerttermine danach abgesagt. So, dass es danach auch still wurde. 2004 Comeback Janet mit Damita Joe und die Promo startete beim Super Bowl 2004 mit Justin Timberlake. Ich lasse alle Skandale mal weg. Es ist eine super Show, wenn man sich den Auftritt anschaut. Ich liebe den Auftritt und auch das Rhythm Nation mit eingebaut. Also es ist für mich ein richtig genialer Auftritt. Dieser angebliche Busenblitzer am Schluss. So oder so fand ich es nicht schlimm, egal ob das jetzt ein Unfall war oder nicht. Janet, also es gibt auch eine Doku über dieses Ereignis und wie Janet danach fertig gemacht wurde medial und Justin eben nicht und Justin das für sich nutzte. Justins Karriere ging nach unten und nach oben und Janets Karriere ging nach unten. Der Meter Joe verkaufte sich immer noch gut, aber sie konnte eben nicht mehr an ihre Vorgänger anknüpfen. Und da ging es halt, da hatte Janet richtig zu kämpfen mit den Medien, mit der Presse, weil sie einfach fertig gemacht wurde. Sie wurde boykottiert von vielen Sendern und gerade in den USA ist es ja schon so gewesen, da ist ja sowas schlimmer als, weiß ich nicht, als mit einer Waffe rumzulaufen. Ja, das ist so ein bisschen widersprüchlich, finde ich das Ganze. Aber letztendlich hat es ihrer Karriere in den Nullerjahren geschadet. Die Alben waren nicht mehr so erfolgreich, ihre Promotouren fingen an, schmaler auszufallen. Sie kam nicht mehr nach Europa. Sie hätte vielleicht das nutzen sollen und Europa für sich gewinnen sollen in dieser Zeit. Das hat ja auch Prince und Michael gemacht, als sie gemerkt haben, dass der Widerstand in den USA stärker wird, sind sie nach Europa gekommen und haben hier große Erfolge gefeiert. Das hat Janet nicht gemacht. Sie hat sich weiterhin auf USA konzentriert. Janet hat ziemlich viel unternommen, um das Damita Joe Album doch noch erfolgreich zu machen. Sie war bei Will & Grace in einer Folge der Sitcom als Gaststar. Bei Saturday Night Live trat sie auf. Sie bekam den Legend Award bei den Radio Music Awards in den USA. Aber letztendlich, ja, wurde das Album als Flop bewertet, weil es eben auch von den Radiostationen gerade in den USA boykottiert wurden. 2006 dann ihr 20 Years Old Album, da war auch die Single mit Nelly, Call on Me mit drauf. Insgesamt 1,5 Millionen Sales hatte, sie war auch in diversen Fernsehsendungen, trat sie mit dem Album auf, aber auch hier, das Album konnte nicht mehr anknüpfen an die Vorgänger, also an All For You oder an andere Alben von Janet. Die Nachwehen des Super Bowl-Auftritts waren immer noch zu spüren. Janet wurde immer noch boykottiert und das zog sich in den USA jetzt leider auch immer weiter hin. 2007 kehrte Janet zurück als Schauspielerin in der Komödie-Drama Why Did I Get Married? Drama-Komödie spielte sie mit. Und danach wechselte sie ihren Plattenvertrag. Dazu muss man wissen, Janet holte am Anfang ihrer Karriere, also 1990, den größten Plattendeal aller Zeiten mit über 50 Millionen Euro. Sie erneuerte ihn, glaube ich, 1999. Also da ging sie zu Virgin Records. Virgin Records zahlte ihr nochmal 80 Millionen Ende der 90er. Damit hatte sie die bis dahin die höchst datierten Plattenverträge. Erfolgreicher als Madonna und erfolgreicher als Michael Jackson. Und 2008 wechselte sie zu Island Records. Und da veröffentlichte sie auf jeden Fall ihr erstes neues Album unter Discipline. Und erreichte das erste Mal wieder Platz 1 der Albumcharts. Und konnte damit wieder an dem All For You Album anknüpfen. Und auch die Single Feedback knüpfte an alte Erfolge an, weil es war nämlich ihre erfolgreichste Single seit Someone to Call My Lover aus 2002. Oder 2001, Sommer 2001 war das, glaube ich, die Single. Da könnte man jetzt meinen, sie hat es geschafft, sie hat diese ganzen Super Bowl Sachen überstanden. Da ist man so geteilt. Ich bin froh, dass sie diesen Erfolg hatte. 2009, da trat Janet dann bei verschiedenen Veranstaltungen auf, um eben ihren Bruder Michael zu ehren. Michael starb im Juni 2009, unerwartet, ja, wissen wir alle.
Janet war kurz danach diejenige, die bei den BET Awards eine kurze Rede hielt in Gedenken an Michael. Und im Herbst war sie bei den MTV Music Awards und hat dort auch ihr Michael-Tribut gezollt, indem sie das Scream nachgesungen hat oder gesungen hat, ihren Teil, und hat auch Choreografien aus dem Video nachgemacht und hat somit ihren Bruder geehrt. Seit 2009 gab es nochmal ein Number Ones Projekt, eine Up Close and Personal Tour. Da war sie das letzte Mal in Europa. Das war, glaube ich, 2010 oder 2011. Sie machte eine Fortsetzung von dem Film Why Did I Get Married To, hieß er jetzt, wo auch eine Single mit veröffentlicht wurde, Nothing. Und sie machte 2010 noch in einem zweiten Film mit, For Colored Girls, wo sie eben eine HIV-positive Frau spielt. Auch ein super Film, also ein Drama. Und ich finde, da hat sie eine tolle Rolle und einen tollen Part, den sie da spielt. Sie veröffentlichte ein Buch, ein Selbsthilfebuch, True You. Und 2015, da war es fast 5 Jahre still um Janet, kam neue Musik, und zwar das Unbreakable-Album, was auch wieder auf Platz 1 der US-Albumcharts ging. Und danach wurde es wieder überraschend ruhiger, bis Made for Now, eine Single, rauskam. Und wenn man sich diese letzten Jahre anschaut, von 2015 bis heute, hat Janet über 250 Konzerte gespielt. Sie war fast jedes Jahr auf Tour, ausgenommen die Corona-Jahre. Für das Corona-Jahr 2020 hatte sie ein neues Albumprojekt am Start, das Black Diamond Projekt und Black Diamond Tour. Die sollte auch nach Europa kommen. Wegen Covid wurde das alles abgesagt. Und bis heute warten wir noch darauf, dass dieses Black Diamond Projekt veröffentlicht wird. Es gibt quasi nichts. Es wurde auch kein Wort mehr darüber verloren, dass es eingestampft wurde. Aber Janet war auf Unbreakable Tour, State of the World Tour, Jubiläumstour zum Rhythm Nation Album, Las Vegas Show, Together Again, und jetzt folgt quasi die zweite Las Vegas Show. 6 Konzertserien mit fast 250 Konzerten seit 2015 bis heute, und im persönlichen Umfeld hat Janet noch ein Kind bekommen. Deshalb musste sie auch wieder einen Europa-Part absagen. Die Unbreakable Tour 2016 in Europa wurde gecancelt, weil eben Janet schwanger wurde. Und umso mehr habe ich mich jetzt gefreut, dass Janet 2024 nach Köln kam. Nach Deutschland, nach Europa, wie wahrscheinlich die meisten von euch. Also, wenn wir von Janet Jackson reden, ist sie in den USA mega erfolgreich. Ja, schon allein eine ganze Generation ist mit Janet durch diverse Fernsehserien aufgewachsen, musikalisch erwachsen geworden durch Control, Rhythm Nation, auch das Janet-Album noch. Und in den USA füllt sie nach wie vor die großen Arenen. Da verkauft sie alles aus. In Europa ist sie in den Nullerjahren leider ein bisschen untergegangen. Bis Velvet Rope war sie auch hier in Deutschland in den großen Hallen und hat sie ausverkauft. Ab den Nullerjahren mit den Alben All For You, die Tour wurde abgesagt, Damita Joe, 20 Years Old, Discipline, dann die Filme, Unbreakable. Sie hat quasi in dieser ganzen Phase nie in Europa Auftritte gemacht. Sie war zwar hin und wieder mal in UK, sie hat wohl in London auch eine Wohnung, sie war auf dem Glastonbury Festival 2021, meine ich, im Sommer 21, im Sommer war sie in Glastonbury, das Musikfestival in Großbritannien. Und 2022 hat sie auch im Rahmen des Jazzfestivals von Montreux ein Konzert in der Schweiz gegeben. Das heißt, da gab es dann 2 Sonderauftritte, die auch noch abweichend sind zu den ganzen Konzerten, die ich eben genannt habe. Aber sie hat eben keine durchgängige Tour mehr bei uns gespielt, was ich sehr schade fand. Und dadurch, dass Janet in den letzten 20 Jahren, muss man schon sagen, in Europa nicht so präsent war, entstehen vermutlich auch diese Reaktionen von manchen Menschen, die sagen, Janet wer? Nie von gehört. Aber ich glaube, das ist auch nicht die Regel. Die allermeisten konnten schon was mit Janet Jackson anfangen, wenn ich gesagt habe, ich gehe aufs Janet Jackson Konzert, aber eben nicht alle. So, lasst uns jetzt mal über die aktuelle Together Again 2024 Europa-Tournee sprechen.
10 Konzerte, Start 28. September in Paris, danach ging es nach London, Birmingham, Manchester, Antwerpen, Köln, München, Berlin und Amsterdam das letzte. Ich habe die Reihenfolge ein bisschen durcheinander gebracht. Ich hatte zuerst ein Ticket am Rand im Block. Das war bestuhlt komplett auch, was ich merkwürdig fand, aber es war komplett bestuhlt. Und ich habe das nochmal umgebucht auf ein Ticket im Innenraum. Dafür musste ich das verkaufen über die Ticketmaster App und habe mir ein neues Ticket vorne gekauft, weil auch das irgendwie komisch war. Vorne gab es zuerst keine Tickets zu kaufen, dann wurden doch wieder Reihen freigeschaltet. Also dieses Prozedere war mir so ein bisschen suspekt, aber irgendwie gab es dann 2 Wochen vor dem Konzert auf einmal Tickets vorne in den ersten Reihen. Und dann habe ich natürlich mir gedacht, das hat genauso viel gekostet wie mein Ticket am Rand. Da habe ich so gesagt, dann setze ich das wieder zum Verkauf rein und kaufe mir vorne das Neue. Und hatte vorne direkt einen Platz in der 9. Reihe, Mitte vor der Bühne. Und jetzt befinde ich mich in der Halle auf meinem Platz. Michael läuft, Don't Stop Till You Get Enough. Und ich habe einen super Blick auf die Bühne, aber vor mir sitzt ja auch noch keiner. Aber das wird sich sicherlich noch ändern. Die Halle füllt sich gut, der Oberrang ist geschlossen, aber ich bin echt gespannt und ich habe eigentlich einen super Blick. Also richtig gut und auch tolle Leute um mich herum, habe schon Bekanntschaft gemacht mit den netten Damen aus der Reihe hinter mir. Ja, auf jeden Fall ein Spektakel und ich bin einfach nur aufgeregt. Und bei Janet Jackson in Antwerpen sind vom ersten Song an alle Leute aufgesprungen von ihren Sitzen. Es haben sich natürlich zwischendurch auch mal wieder welche hingesetzt. Man konnte es ja. Aber im Großen und Ganzen, die ganze Halle stand quasi und hat Janet gefeiert von der ersten Minute an. Die Halle war nicht ausverkauft. Das hat man gesehen. Es waren überall Plätze frei. Und der Oberrang, der war komplett abgedeckt. Also der Oberrang ist nicht in den Verkauf gegangen. Da sieht man mal wieder, dass Janet die Nachfrage nicht so groß war, dass sie die ganze Halle ausverkauft hat in Antwerpen. In London sah das anders aus. Da hat sie ja die O2 Arena ausverkauft mit 25.000 Plätzen, aber in Antwerpen eben nicht. Ich habe keine offiziellen Nachrichten dazu gelesen. Ich glaube, in der Halle passen so 12.000, 13.000 Menschen rein. Der Oberrang war abgedeckt, also werden da wahrscheinlich auch so 7.000 oder 8.000 Menschen gewesen sein. Das erste Mal Janet zu sehen, ich war schon aufgeregt und dann kam der Moment, dass auf einmal Janet Jackson vorne steht und ich war ja hin und weg. Also ich kann es gar nicht beschreiben, ich fand es mega. In diesem Augenblick ist das Konzert zu Ende gegangen, mein allererstes Janet Jackson Konzert, es war der Wahnsinn. Gerade der Part mit Michael und Scream und danach und davor Rhythm Nation. All dieser ganze Set zum Schluss noch bei Together Again oben, Tito, Joseph und Michael zusammen, ein grandioses Konzert. Also mir fehlen die Worte und Janet, wer es nicht gesehen hat, wenn ihr die Möglichkeit habt, es sollte jeder gesehen haben. Also der Wahnsinn. Sie hat angefangen mit aktuelleren Songs aus dem Unbreakable Album und Discipline mit Night und Tonight. Rock With You, das waren so die ersten Songs, die auf der Setlist standen. Danach ging es über in so einen bunten Mix aus No Sleep, auch aus 2015er Unbreakable Album, Gut Till It's Gone von Velvet Rope. Dann kam All Night aus dem All For You Album, All Night aus Damita Joe, That's The Way Love Goes aus dem Janet Album und so gingen die Songs ineinander über. Das war der erste Act, der Opening Act. Und das ist einfach ein Hit-Medley, das irgendwie eine Viertelstunde ging und diese ganzen Songs ineinander über. Und Janet nonstop auf der Bühne. Richtig, richtig cool. Im zweiten Act haben wir dann nochmal einen Start gemacht bei Control. What Have You Done For Me Lately? Nasty. Pleasure Principle. You Want This aus dem Janet-Album. When I Think of You. Dann die Diamonds und Best Things in Life Are Free, Duette, Control, Son of a Gun, Take Care, Balladenteil, Let's Wait a While und Again.
Anytime, Any Place, I Get Lonely With You. Also das war der ruhige Teil der Show. Und auch da bei Again hat sie das Publikum singen lassen und natürlich die Lichter gingen an. Also es war immer irgendwie Action, Tanz, Let's Wait a While, auch eins meiner Lieblingslieder, und das live zu hören, das fand ich auch richtig, richtig cool. Im nächsten Akt stand sie oben auf der Bühne mit einem weißen Federboa-Anzug und Runaway startete. Danach ging es mit All For You und Miss You Much weiter. Und Feedback, So Excited aus dem 20 Years Old Album. Und im letzten Part, das war, fand ich eigentlich schon der krasseste Part, das war dann der Part, wo eben auch State of the World, The Knowledge, Rhythm Nation, Scream gesungen wurde. Whoops Now war dann der Überraschungssong, der für die Europa-Leg mit aufgenommen wurde, war dann auch die erste Zugabe und dann das große Finale mit Together Again. Michael-Momente waren natürlich Scream. Das fing mit dem Schreien von Michael an. Die auf den Videoleinwände blinkte es und es startete das Scream-Video. Michael war in dem Video zu sehen, Janet war im Video, Michael sang die erste Passage und dann kam Janet auf die Bühne und sang ihren Part live. Und das war richtig cool, da hat man schon Gänsehaut bekommen, weil Janet auch so aggressiv gesungen hat. Also ich fand das Hammer, 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 also super. Und die Leute sind bei dem Song auch durchgedreht, das hat man gemerkt. Also die Halle, es gab super viele Menschen, die dort auch Michael-Fans waren, die hatten Michael-T-Shirts an. Und ich würde schon sagen, die Hälfte der anwesenden Zuschauer waren sicherlich Michael-Jackson-Fans. Aber auch Janet-Fans waren dort mit Janet-T-Shirts und den Schlüssel aus dem Rhythm Nation-Album. Hier mit dem Schlüssel im Ohr, am Ohrring. Und die Leute haben richtig gefeiert und sind abgegangen. Und das war, also ich fand es mega, mega gut. Super Stimmung in Antwerpen. Und auch Leute vor der Show getroffen, die mich hier über den MJ-Update-Kanal angeschrieben haben. Schöne Grüße an alle, die ich da getroffen habe. Und nach der Show habe ich auch noch Esteban gesehen. Esteban, ja, wenn ihr das Video aus London gesehen habt, die MJ The Musical Premiere aus London, da ist auch Esteban kurz zu sehen, wo wir vor der Bar Soho stehen und rüber in das Musical gehen. Liebe Grüße nach Frankreich hier. Ja, er ist auch aus Frankreich für das Konzert nach Antwerpen angefahren. Für ihn war es das letzte Janet-Konzert von dreien. Er war nämlich in Paris, in London und Antwerpen. Und für mich war es das erste Konzert. Und danach folgte Köln und zum Schluss Amsterdam. Und damit endete dann auch das Antwerpen-Konzert. Nachts nach Hause gefahren und ich war selig, dass ich endlich Janet Jackson gesehen habe. Ja, heute Janet Jackson in Köln und ihr seht es hier neben mir, da haben wir auch den Köln-Marathon am gleichen Tag. Janet und Köln-Marathon perfekt getimed. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg mal zum Hyatt Hotel, um zu schauen, ob da irgendwie Janet zu sehen ist. So, jetzt bin ich hier am Hyatt Hotel und Janet ist tatsächlich hier. Der Tourbus stand eben hier, die sind aber gerade weggefahren. Und ich habe hier schon andere Michael-Fans getroffen und Jackson-Fans, die schon mit jemandem aus der Produktion gesprochen haben. Und die meinten, dass Janet im Hotel ist und wahrscheinlich erst gegen 19 Uhr zur Arena geht. Und die Wahrscheinlichkeit, sie zu sehen, ist halt auch immer sehr gering, weil Janet ist ja nicht so die Aktivste, die rausgeht. Und ja, da werde ich auf jeden Fall jetzt mal weitergehen und gucken, dass ich die Leute treffe, mit denen ich verabredet bin. Und zufällig bin ich jetzt wieder an dem Eingang, wo ich damals Michael getroffen habe. Und zwar hier an diesem Garagentor. 1996, als er nach dem Phantasialand zurückkam, habe ich Michael hier getroffen. Ja. Es sollte nur 3 Tage dauern, bis Janet wieder zurückkam. Und zwar nach Köln, in meiner Heimat. Endlich Janet Jackson in Köln, in der Köln-Arena. Und ja, ich hatte mein erste Reihe-Ticket direkt gebucht, als das am Tag in den Verkauf ging.
und habe das Konzert mit meiner besten Freundin besucht, die ich schon seit der Grundschule kenne. Wir sind schon so lange miteinander befreundet. Sie kennt mich mein ganzes Leben lang als Michael Jackson-Fan oder als Jackson-Fan. Und sie weiß natürlich auch, dass ich Janet Jackson nicht abgeneigt bin in meinem Leben. Und im Fappiano haben sich dann auch noch zahlreiche Michael- und Janet-Fans getroffen. So auch liebe Grüße hier raus an Vanessa und Jenny vom Malibu Fanclub und auch an die anderen, die dort waren. Da gab es das erste Treffen und dann sind wir rübergegangen ins Brauhaus. Da gab es noch eine ganze Truppe an Michael Jackson-Fans, mit denen ich in den 90ern auch im Michael Jackson Hardcore Angel Fanclub unterwegs war. Liebe Grüße hier auch raus an Chris und Jenny. Nicht die gleiche Jenny von Malibu, eine andere Jenny. Und auch das war eine super Runde. Ehe wir dann gegen 19 Uhr rüber zu der Arena gegangen sind. Wir wollten natürlich unseren Erste-Reihe-Platz auch ein bisschen auskosten, hinsetzen, gucken. So, MJ Update Harry ist in der ersten Reihe bei Janet Jackson. Und ich bin mit meiner guten Freundin hier, die Jenny heißt. Hi. Und wir sind hier in der ersten Reihe. Wyclef Jean war gerade auf der Bühne. Und quasi in 5 Minuten geht's los. Da wird hier auf dieser Bühne Janet stehen in Köln. Arena und die Halle ist auch mittlerweile ganz gut gefüllt. Ja, ein kleiner Schwenker ins Publikum. Jenny, du bist ja nicht so der große Janet Jackson-Fan. Du bist aber heute mitbekommen. Hast du denn irgendein Lieblingslied von Janet? Ah, That's the Way Love Goes, hast du gesagt. Genau. Und wir freuen uns jetzt und ich schwenke jetzt nochmal zur Bühne rüber. So sieht's aus. Das ist das Janet J. Und ja, in wenigen Minuten geht's los. Janet Jackson in Köln. Ja, Janet hat die gleiche Show gegeben und ich beanspruche 2 Interaktionen von Janet für mich. Ich war in der ersten Reihe und ich war vielleicht auch ein bisschen hysterisch. Ich habe vielleicht das eine oder andere Mal auch Janet gerufen. Janet, we love you oder Janet, I love you. 2 Interaktionen von Janet beanspruche ich auf jeden Fall für mich, weil einmal, als sie bei Miss Your Much auf der Bühne von links nach rechts gegangen ist, ich war so ein bisschen links am Rand, stand ich von der ersten Reihe, also auf der linken Seite. Und als Janet dann nach links kam, habe ich natürlich auch wieder gerufen, Janet. Und dann hat sie ein Miss Your Much. Das hat sie immer so an gewissen Stellen im Publikum gemacht und hat dann das jemanden angeguckt. Und da hat sie einmal mich angeschaut. Das heißt, ein Miss Your Much. Das habe ich auch auf Video. Das beanspruche ich für mich. Und bei Together Again am Ende, da ist sie auch wieder vorne die erste Reihe abgegangen und da habe ich auch irgendwie hysterisch wieder irgendwas geschrien. Janet hat dort ein, also auch mal mit diesem Ton, man hat dann dieses Knutschgeräusch auch gehört. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass dieser Kuss mir gegolten hat, weil sie mich da angeguckt hat. Also das merkt man ja, wenn vor dir der Künstler steht, aus der Entfernung, wie jetzt hier die Kamera bei mir entfernt ist und man Augenkontakt hat. Und ich würde für mich vermuten, dass ich diesen Handkuss von ihr bekommen habe. Ja, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Ja. Sollte das jemand anders für euch beanspruchen, der zufällig in der gleichen Region stand, ich habe da kein Problem mit. Ich teile das auch gerne mit allen, aber ich habe das Gefühl, das galt schon mir. Das Köln-Konzert, das hatte ich auch super in Erinnerung. Das Köln-Konzert, ich fand die Stimmung so fantastisch und es waren da so viele Leute, die ich kannte, die auf dieses Konzert gegangen sind, Freunde von mir,
Fans, die ich kenne. Ich wurde so oft angesprochen, dass also einige von euch kannten mich hier vom Kanal. Liebe Grüße an alle raus, die dieses Konzert mit mir geteilt haben. Ich fand Köln sehr besonders, hat sehr viel Spaß gemacht. Es war ein mega, mega tolles Konzert. Ich hab's geliebt. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr auch da wart, wie ihr das Köln-Konzert fandet. Natürlich, wenn ihr auch woanders wart, gerne mal kommentieren. Über das Berlin-Konzert habe ich gar nicht so viel gehört, wie das war. München habe ich ein bisschen was gehört. Aber vielleicht könnt ihr mal kommentieren, welche Erfahrungen ihr bei euren Konzerten hattet. Auf geht's nach Amsterdam. Und da bin ich mit der Bahn hingefahren, 10. Oktober. Ich bin schon am Mittwoch hingefahren, habe ein paar Tage Amsterdam gemacht, freitags zurück. Und dort, in Köln war der Innenraum auch bestuhlt. In Amsterdam war er nicht bestuhlt. Es war offen, der Innenraum. Und dort hatte ich eine normale Innenraumkarte und bin dort so gegen 5 zur Arena gefahren. Und in der Hoffnung natürlich auch einen guten Platz zu bekommen. Und da war ich auch recht vorne in der Schlange vor dem Ziggo Dome. Und um 18 Uhr ging der Einlass los. Dann ist man reingegangen und auf einmal stand ich vorne Mitte in der dritten Reihe vor der Bühne. Und fand ich auch mega cool, in Amsterdam Janet zu sehen. Und in Köln die Arena, die war auch wie in Antwerpen nicht komplett ausverkauft. Der Oberrang war wieder abgedeckt und unten der Innenraum, der war voll, die Ränder waren voll und es gab hier und da Lücken. Das hat man gesehen, dass Plätze frei waren. Das war aber ähnlich wie in Antwerpen. Das sah man eigentlich nicht. Das war eigentlich gut voll und von der Stimmung her trotzdem auch richtig gut. Und ich habe auch mit Freunden gesprochen, die auf den Rängen saßen. Die meinten, die Leute sind überall aufgesprungen, die Leute haben getanzt, die haben mitgemacht. Es war in der ganzen Halle eine super krasse Stimmung. Und das hört man natürlich als Fan gerne. Und in Amsterdam war nichts abgedeckt. In Amsterdam schien es so, dass die komplette Arena voll werden würde. Und so wurde es denn auch. Die komplette Arena in Amsterdam war bis zum Oberrang voll. Es waren vielleicht hier und da auch so vereinzelt Plätze. Ich habe auch vorher noch mal geschaut. Man hätte noch Plätze kaufen können. Also es gab noch hier und da Tickets, vereinzelte Tickets. Aber im Großen und Ganzen war das Amsterdam-Konzert ausverkauft. Und das fand ich natürlich cool. Ein Konzert, also ein fast ausverkauftes Konzert, Janet Jackson in einer vollen Halle zu sehen. Und das hat mir denn Amsterdam gegeben. Amsterdam hat mir eine ausverkaufte Kulisse gegeben bei Janet Jackson. Und das fand ich mega. Das war richtig cool. Eine gute Stimmung. Aber, ein Aber kommt, Amsterdam, ihr hattet den schlechtesten Sound von den drei Konzerten. Antwerpen und Köln waren vom Sound richtig gut. Also ich weiß, die Köln-Arena hat manchmal auch ihre Schwächen und es hat auch ein bisschen geschallt, es war nicht perfekt. Aber in Amsterdam, da schallt, da brummte der Bass die ganze Zeit. Und das war vorne richtig krass zu hören. Und das hört man auch auf den Videos, die ich hochgeladen habe. Da kann man manchmal fast nichts verstehen von der Musik, weil das die ganze Zeit am Brummen ist. Und das war in Köln und Antwerpen nicht. Da war der Sound besser eingestellt. Das fand ich schade, dass das so übersteuert war in Amsterdam. Damit macht es leider Amsterdam zu dem qualitativ schlechtesten Konzert von diesen dreien. Und von der Stimmung her, muss ich sagen, war Amsterdam auch gut. Köln war noch ein Ticken besser, muss ich da sagen. Also ich muss schon sagen, ich bin von der Stimmung in Köln wirklich richtig begeistert gewesen, die dort war. Und in Amsterdam war es aber wirklich krass voll. Der Innenraum, der war pickepacke voll. Janet, we love you! Amsterdam! Thank you so much for being here with us tonight on the very last show of our European Tour. In Amsterdam war es dann auch so, bei Whoops Now bin ich nach hinten gegangen, weil ich nicht mehr stehen konnte. Ich war fertig. Wenn ich so überlege,
Ich bin so um 16 Uhr von meinem Apartment losgegangen. Ich musste zu Fuß zur Bahn, in der Bahn stehen, weil keine Sitzplätze waren. Dann noch eine Stunde warten, bis der Einlass beginnt, stehen, bis das Konzert beginnt, bis 21 Uhr und bis kurz vor 11, bis dann Whoops Now irgendwann anfing. Das heißt, ich habe irgendwie 7 Stunden gestanden und ich konnte nicht mehr. Ich musste irgendwie mal nach hinten. Und deshalb habe ich mich zwischen nach Rhythm Nation und Whoops Now habe ich mich nach hinten durchgekämpft. Und da habe ich auch gesehen, wie voll das war. Es war bis zum Anschlag voll und ich musste wirklich, oh, ich habe gedacht, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich nicht noch die 2 Songs gewartet? Auf jeden Fall war ich dann vor der Bar, habe mir Wasser genommen und habe dann von hinten Whoops Now und Together Again mir angeschaut. War für mich auch völlig in Ordnung. Ich bereue das nicht. Ich habe es ja schon von nahen gesehen und ich fühlte mich da hinten einfach besser, weil mit dem Getränk in der Hand war das schon richtig in Ordnung. Und vielleicht merkt man auch daran, dass ich keine 20 mehr bin. Na? Ah, nee. Eigentlich nicht. Ich stehe schon gerne vorne. Ja, ich stehe gerne, aber irgendwie war ich da fertig. So. Welches Konzert fand ich am besten? Für mich persönlich das Köln-Konzert, gefolgt von Antwerpen und zum Schluss Amsterdam. Amsterdam ist einfach vom Sound her nicht so gut gewesen und ich hatte nicht so viele Gespräche, was denn so die Überbrückungszeit so ein bisschen langweilig gemacht hat, bis es denn losging. Janet war in Amsterdam, hatte ich auch das Gefühl, dass die Hustenanfälle auch wieder ein bisschen schlimmer geworden sind zu Köln. In Köln hatte ich ja den Eindruck, dass sie eigentlich besser geworden sind. Amsterdam auf Platz 2, es war mein erstes Konzert. Es war gute Stimmung, guter Blick auf die Bühne, gute Soundeinstellung, coole Halle, gute Leute. Und Köln, ich habe es ja schon gesagt, es war irgendwie ja für mich einfach ein Highlight, Köln in meiner Heimat zu Janet in meiner Heimat Köln zu erleben, in der Halle mit so vielen Leuten, die ich kannte, in der ersten Reihe. Ich glaube, da hat einfach super viel zusammengespielt, was das für mich zu einem Wahnsinnsereignis gemacht hat. Und damit sind wir hier wieder am Ende. Das war MJ Update Folge 29, Janet Jackson auf Europa-Tournee. Bitte liked und kommentiert doch diese Folge. Wart ihr auch dabei? Schreibt's doch in die Kommentare. Wie fandet ihr die Show? Schreibt's doch bitte in die Kommentare rein. Da können wir gerne noch interagieren und das Ganze besprechen. Habt ihr Lieblingssongs von Janet? Schreibt's in die Kommentare. Und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, bitte abonniert den, folgt mir doch sehr gerne. Ich bin auch auf Instagram, wenn ihr dort die neuesten News nicht verpassen wollt, mich gerne auch dort abonnieren. Und ja, das war's für heute. Ich hoffe, dieser Ausflug in die Janet Jackson-Welt war für euch ebenso interessant wie alles, was ich bisher über Michael Jackson gebracht habe. Jetzt habe ich aber auch erstmal genug über die Familie erzählt. In der letzten Folge über die Jacksons, über Tito, jetzt über Janet. Auch Terrell war ja Bestandteil der letzten Folge. In der nächsten Folge wird es ganz sicherlich wieder nur über Michael gehen. Bei MJ Update Folge 30, wow, 30 Folgen gibt es jetzt schon, bin ich wieder mit einer neuen Folge für euch da. Und ja, Together Again. Ich wünsche euch jetzt ein tolles Wochenende, eine tolle Woche, einen tollen Herbst. Bald steht ja schon die Vorweihnachtszeit an. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Macht's gut.